Da wir viel Steine brauchen. Machen wir das Ganze so. Nehmen auch das Territorium ein, um an den Wildbestand zu kommen. Jawohl. Wie gesagt, wir brauchen viel, viel mehr Zeug. Wir haben ein Territorium eingenommen. Gut. Das heißt, wir können auch hier jetzt das Wild uns holen. So. Ja, Klamotten sind halt wirklich gerade das Hauptproblem. Streiken doch gerade keine Siedler. Wie weit haben wir die eigentlich ausgebaut? Noch nicht ganz vollständig. Und ja, Tierkörper sind halt immer noch das Problemchen. Auf euren Befehl. Sofort. So, was haben wir hier? Außer Wölfen haben wir doch mehr Wild. Und eine Bären. Los, Holzfäller, ich brauche Holz. Ich werde wahrscheinlich noch einen Holzfäller brauchen. Am besten hier einen hinbauen noch. Gut, dann planen wir schon mal die ersten Mauern. Ja, weil ich habe Holz. Für einen Holzfäller. Ich habe jetzt auch Holz, die beiden auszubauen. Ich krieg auch langsam Klamotten. Krieg das Geld, um den Eisensektor einzunehmen. Ich hol mir doch mal Geld von der Kirche. Ah, ich könnte die Kuhfarm mal ausbauen. Den Jäger ausbauen und den Holzfäller. Ja, im Umkehrschluss wäre es vielleicht besser gewesen, Hakim zu nehmen. So, damit ist das Mauerstück fertig.
So, beide Steinmetze werden ausgebaut. Gut. Oh, wir kriegen endlich genug Tiere. So, jeder Siedler gibt hier 5 ab. Nicht 10, sondern nur 5. Das heißt, wir kriegen gerade mal 150 Gold, nicht die Hälfte. Ja. Ja, Reinigungsgüter sind auch noch mehr als genug vorhanden. So, erstmal die beiden ausbauen. So, dann müssen wir die beiden Steinmetzhütten fertig ausbauen. Verstanden. Schon unterwegs. Kann ich ja schon mal anfangen, nicht hier Wölfe aufgeben. Zu vertreiben. Vielleicht kriege ich sie sogar alle 4 tot. Ja, könnte klappen. So. Na dann hier oben hin. Verstanden. Auf euren Befehl. Eigentlich müsste ich auch das Territorium annehmen, um an die Schafe dort zu kommen. So, und wir haben endlich stabile Kleidung auch. So, dann machen wir jetzt so als nächstes. So, werden die Steinmetzhütten ab. Der Bäcker hat Nahrungsmangel, ernsthaft. Ja, 500, dann kommen wir wenigstens noch an die Schafe ran. Ja, das Räuberlager hier hätte ich gerne als erstes weg. Eingenommen. Gut, wir haben ein Territorium. Eisenarbeiter reicht uns einer. So, die Steinmetzhütten, die werden ausgebaut. Gut. So, dann schließen wir hier. Als nächstes schließen wir dann hier. Das heißt nochmal 5 Schafe für uns. Das heißt keine 5 Schafe für uns. Alles klar. Verstanden.
Die mögen nämlich nicht, wenn wir bei ihnen bauen. Ja, ist die Frage. Das Geld werden wir wahrscheinlich jetzt verloren haben. So, den Besenmacher und... Jetzt können wir mal die Metzgereien ausbauen. Und dich? Oh, und die Bäckerei, die könnten wir auch ausbauen. Sobald wir wieder Holz haben. Ach, da ist ja auch immer der Bär. Nee. Also ja, nächste Holzlieferung wäre wünschenswert. Haben auf jeden Fall wieder Steine gekriegt. Den können wir jetzt hier zumachen. Ah, Holzlieferung, sehr gut. So, das ausbauen. Den Bäcker ausbauen. Und ja, die Straße hier, die könnten wir auch mal fertig bauen. So. Jedenfalls bis hierhin. Was gibt's eigentlich hier Wie oben ihr in wünscht. Dem Territorium noch? Und ja, bald werde ich anfangen müssen. Zum Glück stehen die Kasernen schon. Bald werde ich dann anfangen müssen, wenn wir ein bisschen Eisen drin haben, die Kasernen zu bauen. So. Ja, die Mauer ist eigentlich fast fertig. Gut, hier oben gibt es noch jede Menge Kräuter, aber Kräuter ist jetzt nicht das Problem. Aber ich sehe hier sonst nichts Wertvolles außer den Kräutern. Ja, die Apotheke, die ist gut dabei. Mit der Versorgung.